Hallo Freunde und herzlich willkommen zu einem neuen Projekt. Meine Fans und Abonnenten haben lange drauf gewartet und jetzt endlich werde ich The Legend of Zelda Oracle of Seasons zocken. Und wir sehen hier gerade schon ein kleines Intro-Video, möchte man fast meinen, weil das gehört schon zur Story. Link, auf der Suche nach neuen Abenteuern, begibt sich auf zum Triforce. Duna. Und ja, natürlich, weil Link nicht spricht, aber muss ich euch erzählen. Link ist auf der Suche nach neuen Abenteuern und das Triforce schickt ihn sogleich mal in ganz andere Länder. Ja, weil Hyrule ist soweit gerettet, ja, aber in Oracle of Seasons geht es um ein anderes Land namens Holodrum. Und da ist die Kacke auch am Dampfen. Aber Freunde, ich freue mich wirklich sehr, endlich für euch dieses Spiel zu präsentieren zu können. Das ultimativ geile Spiel, Mann, ja! Es ist so herrlich, Leute. Es ist einfach nur herrlich. Legen wir los. So, Leute, ich muss euch gleich mal sagen, einerseits ist es doch ganz gut, dass man so lange warten musste. Wir spielen auf Deutsch! Dass ihr so lange warten musstet, bis dieses Spiel hier kam. Also dieses Let's Play. Weil ich spiele dieses Spiel jetzt auf der Virtual Konsole auf dem 3DS. Das hat zwei Vorteile. Ja, zum einen, hätte ich es früher gespielt, hätte ich es auf Emulator spielen müssen. Und da funktionieren aber diese Passwörter nicht. Ihr wisst ja, dass dieses Spiel hier mit Passwörtern funktioniert. Und da es jetzt offizielle Version von Nintendo für ein 3DS Virtual Console gibt, können wir das alles nutzen und ich kann euch alle Geheimnisse und sowas alles zeigen. Ist ziemlich, ziemlich cool. Und der andere Vorteil ist, es stürzt nicht ab bei irgendeinem beschissenen... Ja, der Emulator wird irgendwie abgestürzt, wenn man irgendwie die Karte sich unterscrollt und sowas alles. Aber nee. So, Leute, ich versuche jetzt meinen Namen hier einzugeben. Und wie die Kenner des Spiels wissen, ist genau ein Buchstabe zu viel. Also ich kann Marcel nicht eingeben, Mann! Ja genau, ich stelle mich am besten nochmal vor, ich bin der Marcel, aber viel besser bin ich bekannt als Looks Like Link. Und jetzt muss ich mal meinen Trick anwenden. Ich nehme einfach immer dieses komische OE. Kommt schon, Leute, das sieht aus wie ein C und ein E. Müsst ihr zugeben, warte mal. So. Marcel. Da steht eindeutig Marcel. Das C ist bloß ein bisschen nah an dem E dran. So. Ja, ich bekomme immer, was ich will. Da, Marcel. Schön. Da steht Marcel jetzt. So, fertig. Alles klar, Leute. Wir können loslegen. Oh, ein Death Counter. Wir sind bisher nullmal gestorben und das soll auch gefährlich so bleiben. Okay. So, das Triforce hat uns losgeschickt. Wow, wo kommen wir denn jetzt an? Held, nimm dein Schicksal an. Was denn für ein Schicksal? Oh mein Gott. Oh, ich penne erstmal eine Runde. Wer bist du denn? Okay, kurz angefasst. Was ist los hier? Wo bin ich? Ein Busch. Ich kann den Busch nicht anfassen. Oh, ein Planwagen. Wie schön. Hier geht's auch nicht lang. Hier bin ich aufgewacht. Naja. Weil die Musik noch ganz leise. Jetzt wird sie laut. Oh yeah. Was denn hier los? Alter, hey Leute. Damit bist du für ein Bierhumpen hier. Du bist aufgewacht. Ruh dich erstmal aus, Mann. Erfreu dich eine Weile an der künstlerischen Darbietung. Wer bist du? Hallo? Oh, du hast die Augen geöffnet. Bist du in Ordnung? Ich bin Impa, die Köchin der Truppe. Und du bist? Marcel? Verstehe. Die Tänzerin fand dich bewusstlos in den Wäldern auf. Sie hat sich während deiner Albträume um dich gekümmert. Oh, ist aber lieb. Oh, Tambourin-Schwingerin hier? Die ist eine beliebte Tänzerin. Allein ihr beim Tanzen zuzusehen ist eine Wohltat für den Geist. Okay. Und du bist hier der Instrumentalist oder was? Oh, die hat sich deiner angenommen, nachdem sie dich fand. Ihr Wille ist eine eisern, doch ihr Herz ist äußerst gütig. Ach, schön. Ach, Dean ist so liebenswert, aber sie scheint in dich vernarrt zu sein. Das macht mich eifersüchtig. Hä? Die kennt mich doch gar nicht. Das muss wohl an meinem Aussehen liegen. Du bist also Dean? Ah, du bist aufgewacht. Fein. Ich war in Sorge um dich, während du geschlafen hast. Du bist Marcel, stimmt's? Wie geht es dir, Marcel? Ich bin Dean. Oder Dean, oder Dünn, nenn mich wie du willst. In den Wäldern habe ich einen roten Blitz gesehen. Dann wollte ich nachsehen. Und du hast dort gelegen. Ein Geheimnis umgibt dich. Geheimnisvolle Männer sind immer anziehend, wissen wir ja alle. Ich bin froh, dass es dir gut besser geht. Komm, willst du mit mir tanzen? Aber tanzen, aber... Ich dachte, oh mein Gott, ich will jetzt tanzen. Okay, dann klar, warum nicht? Sei nicht so verklemmt. Das Tanzen macht so viel Spaß. Ja, man sieht's am Links Gesichtsausdruck.
Ach, das ist also Din. Schick, aber wie halten denn ihre Armreihe? Wir sind ein bisschen zu fett. Wie er tanzt, wow. Pirouetten. So, du tanzt ausgezeichnet. Es ist lange her, dass ich so viel Spaß hier hatte. Hey, deine linke Hand. Sie trägt ein Triforce. Dieses Zeichen gilt in Hyrule als heilig. Ist dieses Zeichen echt? Dann bist du ein Held mit besonderer Bestimmung. Marcel, ein einzigartiges Schicksal. Marcel, ich... Ach, nichts. Lass uns tanzen. Ey, na klar. Warum verliebt sie sich denn sofort in uns? Naja, einfach weiter dancen. Dancen. Oh ja. Und was für... Alter, in dem Planwagen waren alle Güter der Truppe hier. Hahaha, ich habe dich gefunden, Din. Orakel der Jahreszeiten. Wahrlich ein gutes Versteck. Doch mir, Onox, dem General der Finsternis, entkommst du nicht. Oh, Vorsicht, Emma! Oh, mein Bier! Oh, meine Gitarre! Nein, meine Cola! Oh mein Gott. Aus dem Weg, Mann! Marcel! Scheiße! Na, das war ja wieder ein Reinfall. Ich wusste, das Triforce hat uns nicht umsonst hierher geschickt. Boah! Vor der fette Tower. Oh! Tja! Was hast du mit mir vor? Du weißt! Wenn ich das Orakel der Jahreszeiten... Also ergreife und den Tempel versenke, dem die Geister der Jahreszeiten innewohnen, werden die Jahreszeiten Holodroms ins Chaos stürzen. Die Pracht der Natur wird zerfallen und alles Lebende wird zugrunde gehen. Das ist die Welt der Finsternis, die ich herbeisehne. Nein, Onox, nein! Ja! Oh mein Gott, warum will er die Welt in Finsternis stürzen? Sweet. Wow. Na toll, jetzt hat er sie getötet. Oder nicht? Versinke! Tempel der Jahreszeiten! Frühling, Sommer, Herbst, Winter. Werdet Chaos. Boah, voll gemein. Was so? Oh. Der Tempel der Jahreszeiten, Leute. Er geht zugrunde? Und die Jahreszeiten spielt verrückt. Ah, das ist so ein schönes Spiel, das ist so der Hammer. Ja, ah, die Bösen lachen immer so fies. Oh mein Gott, ist das kalt. Hör auf, nicht so schütteln. Hm? Marcel, bist du unversehrt? Tatsächlich bin ich die Zofe von Hyrule's Prinzessin Zelda. Ich wusste doch, Impa, wir kennen dich doch, Mann. Und Din ist keine Tänzerin. Sie ist in Wirklichkeit das Orakel der Jahreszeiten, dem die Gewalten der Natur unterliegen. Zeldas mystische Kräfte kündeten von einer Decke des Schattens, die sich auf Din niederlegt. Ich wurde angewiesen, sie in geheimer Mission nach Hyrule zu bringen. Zelda betraute mich mit dieser Suche, aber... Oh, ich bin verletzt. Daher werde ich eine Zeit lang nicht reisen können. Marcel, ich weiß nicht, warum du in den Wäldern lagst, aber du und Din, ihr wart bestimmt einander zu treffen. Wenn das Triforce auf deiner linken Hand echt ist, dann bist du vielleicht der Held, der die Welt rettet. Warum soll das nicht echt sein? Es gab noch keine Tattoos zu dieser Zeit. Bitte, nutze deine Kräfte, um Din zu helfen. Bitte bring mir meine Botschaft zum Makubaum nach Horondorf. Der Makubaum ist der Wächter über ganz Holodrum. Sicherlich weiß er Rat. Okay, Leute, unser Abenteuer beginnt. Oh, so ein schönes Spiel, Leute. Denen, die schon Link's Awakening gefallen hat, die werden dieses Spiel hier lieben. Pass ich mal durch. Bitte bringe meine Botschaft zum Makubaum. Der Makubaum ist der Wächter. Ja, okay, alles klar. Wir sind jetzt im Land Holodrum. Und wow, es fängt gerade übrigens an zu stürmen draußen. Ich hoffe, ihr hört das nicht. So, okay, und da sind wir schon da. Und jetzt ist auf einmal Frühling geworden. Ja, die Jahreszeiten spielen verrückt. Verschiedene Gebiete, Winter und Frühling. Ja, bei mir spielt jetzt auch gerade alles verrückt. Warum redet ihr denn jetzt so doll? Und es prasselt aufs Fensterbrett. Sorry, Leute. Jetzt haben wir hier Sommer? Okay. Oh Mann. Hallo, bin ich richtig? Dies ist Horondorf. Hey, du bist neu hier, oder? Der Makubaum? Geh nach Osten. Okay. Osten? Ich gehe nach Osten. Oh Mann, da komm ich her. Wer wohnt hier drinne? Hallöchen. Hier wohnt der Bürgermeister. Der Bürgermeister ist fasziniert von Gashanüssen. Es hängt vom Ort der Gärtner und seiner Taten ab.
welche eine Nuss entsteht. Der Bürgermeister hat vor kurzem einen guten Platz gefunden. Daher ist er so glücklich. Was denn? Der Bürgermeister ohne ritzige Wand. Hallo! Mein Name ist Ruhl. Ich bin Bürgermeister von Horondorf. Hast du Gascherkerne? Wenn du sie in weiche Erde steckst, gedeiht ein Baum, der Nüsse trägt. Mit diesen Nüssen kannst du die tollsten Sachen finden. Ein Riesenspaß, ich bin völlig begeistert. Gleich draußen ist eine weiche Erdstelle. Dort kann man sie einpflanzen. Du weißt nicht über Gascherkerne Bescheid? Da verpasst du etwas. Als Willkommensgruß erhältst du meine prämierten Gascherkern. Oh, du hältst einen Gascherkern. Stecke ihn in ein Fleckchen weicher Erde. Gleich draußen ist eine weiche Erdstelle. Dort kann man sie einpflanzen. Ja, da komme ich aber nicht hin. Oder doch, wartet mal. So, hier ist die Erdstelle. Pflanze einfach mal ein. Hier kann man Gascherkerne pflanzen. Okay. Oh, wie schön. Ja, und nach einer Weile ist hier ein schöner großer Baum. Und dieser Baum, der Inhalt der Nüsse, hängt auch davon ab, wie viele Gegner man platt macht, bis der, gedeiht. Ein Herzteil. Ich gehe jetzt erstmal nach Osten. Oh, bin ich schon da? Makobaum, zeige Heldenmut, um Zutritt zu erhalten. Ich bin da. Heldenmut. So, mal kurz unser Itemfenster checken. Was haben wir denn hier alles so Schönes? Aha, da. Unsere normalen Statusgegenstände. Und wir können jederzeit speichern. Okay, schön. Sehr schön. Na gut, da kommen wir anscheinend nicht rein. Hören wir uns doch erstmal im Dorf um. Was bist du für einer? Hallo. Oh, der pennt. Und der Kleine spielt mit seinem Hund. Im Westteil des Dorfes residieren die allwissenden Aras. Besuche sie, wenn du eine Frage hast. Okay, das brauchen wir nicht, denn ich kenne das Spiel schon. Oh, was ist das hier für ein Haus? Hä? Hallöchen. Hör rein, ich bin Vasu, der Juwelier. Du warst noch nicht hier. Komm, lass mich dir etwas über Schmuck erzählen. Ringe, die aus Arcanum-Kernen gewonnen werden, verfügen über mystische Kräfte. Trägst du einen solchen, gehen diese Kräfte auf dich über. Dazu musst du ihn im Ring-Etui aufbewahren. Im Ring-Etui, die mystische Kraft wird zunehmend schwächer, bis du sie gar nicht mehr benutzen kannst. Alles klar? Ja. Oh, du hast gar keinen Ring-Etui. Ich mag dich, daher schenke ich dir aber einfach eins. Wir erhalten unser erstes Ring-Etui, Level 1. Es bietet Platz für einen Ring. Da, nimm diesen Ring als Zeichen unserer Freundschaft. Du erhältst außerdem noch einen Ring. Lass ihn später schätzen. Ein Ring muss geschätzt werden, damit sich seine Kraft offenbart und er getragen werden kann. Lass mich ihn schätzen. Welchen Ring darf ich für dich schätzen? Ja, mit dem Ring ist ziemlich cool. Das bietet dem Ganzen noch so ein bisschen Rollenspiel-Faktor. Ich sehe, das ist ein Freundesring, das Symbol einer Zusammenkunft. Dieses Mal ist es gratis, aber danach kostet es 20 Rubine pro Ring. Hast du zwei identische Ringe, kaufe ich dir einen für 30 Rubine ab. Nur zu. Nun zur Liste. Geschätzte Ringe werden auf die Liste gesetzt. Möchtest du einen Ring tragen, übertrage ihn aus deiner Liste in deinem Etui. Sprich mit mir, um deine Liste einzusehen. Wir schauen sie uns einmal an. So, das ist unsere Liste. Genau. Und ich möchte den Platz hier mit dem Freundesring gleich mal einsetzen. Alles klar? So. Vergiss nicht, Ringe sind unwirksam, wenn sie nicht getragen werden. Ja, und deswegen werde ich das gleich mal machen. Unser Ringetree ist hier. So, und E ist das Equipped. So, das ist der erste Ring, der ist noch ein bisschen lame, der bewirkt nicht wirklich was. Aber es gibt halt sehr viele statusverändernde Ringe, wie mehr Angriffskraft und sowas alles oder mehr Geld finden. Ist eigentlich ganz cool. Oh, der Daumen sieht auch komisch aus. Eine kleine Dorftour. Oh, Dr. White schon wieder? Es ist so dunkel hier, man kann kaum lesen. Ich brauche Erleuchtung. Oh, da kann ich das leider nicht machen. Da kann ich noch nichts tun. Ach Leute, dieses Spiel ist richtig schön. Ich hoffe, ihr seid mir nicht allzu böse, dass ihr so lange drauf warten musstet. Oh, kennst du die Heronhöhle nahe der Westküste? Man sagt, das Heronenschwert sei dort versteckt. Doch niemand hat es jemals gefunden. Ah, ein Schwert, das brauchen wir ja. Hallo? Unser Behüter, der Makobaum, steht jenseits des östlichen Dorftors. Es heißt, ein Held mit Schwert werde kommen, um ihn zu sprechen. Ich frage mich, ob das wahr ist. Ah, das hat einer Bescheid. Okay, fies. Oh, ein Doppelhaus. Und eingepflanzte Sachen. Oh, Hallöchen. Oh, was ist hier los? Die Freude ist groß? Hä? Ich bin Florian, der Baumexperte, Mann. Ich weiß viel über Bäume. Lass mich dir etwas erzählen. Florissa und ich sind vor kurzem Eltern geworden. Ja, wirklich. Sieh dir unseren Sprössling an. Oh, ist aber süß. Mein Name ist Florissa. Dies ist mein erstes Kind. Ein gesunder Junge. Aber mir fällt einfach kein Name ein. Kannst du mir auf die Sprünge helfen? Wie würdest du ihn nennen?
Okay, wir können ihnen einen Namen geben, ist ja geil. Wie nenne ich den jetzt? Ich nenne ihn einfach, ich nenne ihn einfach mal Nils. So. Und Nils. So. Nils ist doch schön. Zack. Hallo Nils. Dein Vorschlag ist Nils? Genau. Oh, ein toller Name. Genauso werde ich ihn nennen. Er scheint ihm zu gefallen. Besuch uns bald mal wieder, ja? Okay. Ja, und jetzt, komischerweise, im Zeitraffer wächst der Junge heran. Ist auch ganz interessant. So, haben wir hier jetzt, haben wir fast das ganze Dorf erkundet, laut Karte. Aha. Boah, ey, sieht euch diese riesige Welt an. Das wird so ein geiles Spiel. Wieder mit 8 Dungeons vollgepackt und... Oh, ein Shop. Hallo. Tut mir leid, mein Herr. Der Zutritt hier ist nur Besitzern einer Mitgliedskarte vorbehalten. Neugierig, was es dort gibt? Das kann ich verstehen. Du hast ja nichts. Arsch. Überhaupt nicht im Angebot. Dann hau ich ab. Und du? Die Jahreszeiten sind durcheinander geraten. Dem Winter folgt der Sommer. Was geht hier bloß vor sich? Ja, will ich euch mal wissen. Und du hier? Aus der Knospe wird im Frühling eine große Blume. Wenn man dann auf sie raufjumpt, dann... Ich kann es kaum abwarten. Ja, ja. Alles noch geile Statusdinger. Ach, das wird cool. Oh, eine alte Oma. Blitzartig wird es heiß oder kalt. Die Jahreszeiten sind total ins Chaos geraten, Mann. Was soll dieses Jahr nur aus der Ernte werden? Kein Plan. Die allwissenden Aras sind hier zu Hause. Lass dir von ihnen deine Fragen beantworten. Oh, Aras, Leute. Papageien, Aras sind meine Lieblingstiere. Und die sind ja hübsch. Hallo. Möchtest du etwas über das Sichern lernen? Nein. Wir kennen alles. So, Leute, dann würde ich mal sagen, machen wir uns mal auf. Das ist schwer zu finden. Oh, wir können ja erst machen. So. Hallo? Herondorf, Heronenhöhle. Okay. Dann gehen wir mal lang. Alles ist zugefroren. Ist hier die Heronhöhle? Nee, ist eine Feenquelle. Okay. So, Leute, ich werde natürlich versuchen, nicht abzukratzen. Oh, da ist die Höhle da unten. Keinen Schaden zu nehmen oder sowas alles, der nicht unbedingt nötig ist. Wow. So, kurz mal hier. Wo geht's denn hierher lang? Okay. Nein, alles später, Leute, alles später. Yeah. So. Heronenhöhle. Ohne Waffen. Fledermäuse. Die Bucke, ey. Leute, ist das nicht geil, dass Capcom an einem Zelda-Spiel gearbeitet hat? Ich finde das so herrlich. So, erste große Rätsel. Was machen wir? Boah, war das schwer. Ja, Oracle of Seasons. Oh, ich weiß gar nicht mehr. Auf jeden Fall haben sich die Entwickler bei den beiden Spielen schon was gedacht. Ich werde natürlich auch Oracle of Seasons und gleich im Anschluss Oracle of Ages zocken. Ja, also herzlich willkommen zu Teil 1 des Let's Plays. Und, ja, und die haben sich einfach dabei gedacht, damals war so wohl, ich weiß nicht mehr genau wie, aber auf jeden Fall, haben sie sich gedacht, irgendwie, dann Seasons sollte mehr actionreich sein und Ages sollte mehr auf Rätsel ausgelegt sein. So, lass mich mal alle in Ruhe hier, was ist denn los hier? Aua, verdammt. Ein kleiner Kien, mit ihnen öffnest du verschlossene Türen und Blöcke. Okay. So, wo brauche ich jetzt einen Schlüssel? Die Karte? Okay. Wir erstmal hier den ganzen Umweg machen müssen. Ja, Leute, also der Part ist gleich vorbei. Aber ich hoffe, ihr freut euch auf ein wirklich, ja, auf ein komplettes Let's Play. Wenn dieses Spiel zu Ende ist, werde ich aber, Achso, unten geht's auch noch lang. Okay. Wenn die Hauptstory vorbei ist, hat man ja die Möglichkeit, ein Passwort zu kriegen und im Nachhinein noch die ganze Welt zu durchforsten nach weiteren Passwörtern für das Spiel im Anschluss. Für Ages. Und das werden wir alles machen, weil wir es geil können. Weil wir es können durch die Virtual Console. Lass mich durch, Mann. So. Und? Yeah! Du hältst das Holzschwert. Ein wahrhaftiges Zeichen von Mut. Halte A oder B gedrückt, je nachdem, wo man es ausrüstet, um es aufzuladen. Lässt du danach los, folgt eine Wirbelattacke. Woo! Endlich sind wir bereit. Yeah. Wir sind so cool. Wir sind so geil. Hier war's. Und tschüss. Ach. So, Leute, das ist doch ein gelungener erster Part, hoffe ich. Bams. Ich kann aber eigentlich gar nicht, ja. Ich schätze nicht, dass das Projekt allzu lange dauern wird. Aber es ist doch ein recht kurzes Spiel, vor allem bei 20 Minuten pro Part. Schön, auch das hier holen. Yeah, 30 Rubine, kann man gut gebrauchen.
So Leute, also vielen Dank fürs Zuschauen. Freut euch auf dieses Projekt. Das ist wirklich ein sehr geiles Spiel. Nintendo und Capcom haben super Arbeit geleistet. Und ja, ich habe noch ein paar interessante Fakten zum Spiel zu erzählen. Also dann, bis zum nächsten Part. Ciao!